Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen BAFMO-Video. Freunde, heute gibt es die lang erwartete Review zur Head Unit, die wir für unser E39-Projekt zur Verfügung gestellt bekommen haben. Wie sich das Gerät in den letzten Wochen schlagen konnte, was positiv und was negativ aufgefallen ist, das erfahrt ihr nach dem Intro. Also Freunde, los geht's! Für unser letztes Do-It-Yourself-Video haben wir ein neues Infotainment-System von der Firma Cycane zur Verfügung gestellt bekommen. Dieses haben wir nach Herstellerangaben eingebaut und für euch getestet. In den Kommentaren waren einige Fragen zur Head Unit vorhanden. Diese arbeiten wir jetzt Stück für Stück ab. Beim ersten Auspacken mussten wir feststellen, dass das neue Navi das typische Design für den BMW X5 E53 hatte. Laut der Nomenklatur handelt es sich aber um ein Gerät für den E53 und den E39. Im ersten Moment jedoch stößt das schon etwas sauer auf, wenn man bedenkt, dass man samt Zoll und Lieferkosten an die 450 bis 500 Euro dafür ausgibt. Jedoch muss man sich aber auch vor Augen führen, dass es weitaus schlechtere und unpassendere Designs für solche E39 Navis gibt. Die Proportionen von den Tasten, dem Display und der Drehregler sind dem Original-Navi des E39 nachempfunden. Das ist auch der Grund dafür, dass es sich einigermaßen gut ins Gesamtbild einfügt. Viel schlimmer sind Ergebnisse wie diese. Verglichen mit solchen Systemen wirkt das Gerät, was wir bekommen haben, eindeutig besser. Dennoch bleibt der fade Beigeschmack des nach hinten geschwungenen Gehäuses, der mich persönlich doch sehr stört. Das passt zwar zu 90%, aber eben nicht zu 100% in den Innenraum. Trotzdem muss jeder für sich selbst entscheiden, ob er mit diesem Designmakel zurechtkommt oder nicht. Die Verarbeitung des Infotainment-Systems ist, bis auf eine gravierende Sache, wirklich sehr gut. Die Bedienelemente sind, sowohl was Optik als auch Haptik angeht, einfach on point. Die Druckpunkte fühlen sich gut an, besonders die Drehregler aus echtem Gummi machen einen soliden Eindruck. Das Display misst 7 Zoll in der Diagonale und ist, was Schärfe, Kontraste und Farben angeht, eines der besseren. Die 5-Finger-Touch-Funktionalität tut dabei sein Übriges. Das Display ist ausreichend hell und lässt sich per Knopfdruck dimmen. Leider spiegelt das Display etwas stärker als es sollte, was bei extrem sonnigem Wetter ein paar Probleme beim Draufschauen bereitet. Die optional ansteckbaren Kabel sind modular, jedes verfügt über ein eigenes Anschlussschema. Das ist vor allem dann gut, wenn man die Kabel nicht braucht. So kann man sie einfach weglassen und spart sich den Ärger beim Platzieren der Kabel. Aber jetzt kommt der Faktor, der in unserem Fall einfach nur nervig ist. Nachdem wir das Navi installiert haben und sich das Armaturenbrett wieder etwas gesetzt hat, ist uns aufgefallen, dass sich der untere Teil des Navis rausdrückt. Und das, obwohl wir alles nach Herstellerangaben montiert haben. Hier sollte Cycane unbedingt nachbessern und ein vernünftiges Montagesystem mitliefern, denn das jetzige zerstört die ohnehin nicht perfekte Passgenauigkeit nahezu komplett. Das Trägersystem wie bei den Originalgeräten wäre da weitaus besser geeignet. Hier gibt es viel zu sagen. Das Gerät an sich ist sehr gut ausgestattet. Es verfügt über einen CD- und DVD-Player, WLAN, Bluetooth, GPS, zwei USB-Anschlüsse, zwei SD-Kartenleser, einen AUX-Kabelanschluss und Schnittstellen für ein Soundsystem mit Verstärker. Die Nachrüstmöglichkeiten sind ebenfalls sehr groß. Folgendes kann man sich nachrüsten: einen 4G OMTS-Stick, eine kabelgebundene oder kabellose Rückfahrkamera, ein DAB Plus Radiomodul, ein DVB-T-Modul und ein Reifendruckkontrollsystem. Wenn man all dies auch noch an Bord haben möchte, muss man umgerechnet weitere 265 Euro investieren. Das ist viel Geld. Die Bedienelementbeleuchtung des Geräts erfolgt über RGB-LEDs, die in jedem Farbton angepasst werden können. Mit wenig Aufwand bekommt man den originalen BMW M-Bar-Farbton ohne Probleme eingestellt. Die Bedienknöpfe an sich sind mit funktionellen und praktischen Shortcuts verknüpft. Mit einem Tastendruck auf die Taste Dim kann man zum Beispiel schnell die Displayhelligkeit regeln. Kommen wir aber zu den Kernaspekten der Technik. Die Head Unit hat einen internen Speicher von 16 GB, der sich aber dank dem SD-Kartenleser erweitern lässt. Der Arbeitsspeicher hat eine Größe von 2 GB und die Berechnungen übernimmt unserer Vermutung nach ein ARM Cortex A17 Quad-Core Prozessor in Verbindung mit einer ARM Mali T760 Grafikeinheit. Diese Specs sorgen laut Cycane für ein flüssiges Multitasking. Aber dazu kommen wir gleich. Die mitgelieferte GPS-Antenne sowie die integrierte WLAN- und Bluetooth-Antenne machen einen ausgezeichneten Job. Es gab bisher keine Verbindungsabbrüche und auch der GPS-Standort wird überdurchschnittlich gut erfasst. Sehr vorbildlich.
Das Betriebssystem, auf dem alles läuft, ist in unserem Fall Android 7.1. Cyclane hat aber auch schon eine Version mit Android 8.0, die von der Optik schon wesentlich aufgeräumter und erwachsener wirkt. Die Android-typischen Apps sind natürlich vorinstalliert, ebenso wie die Apps, die durch Cyclane vorinstalliert wurden. So gibt es Apps für Musik, Radio, Video, Telefonie, Navigation, Fahrzeuginfo und so weiter und so fort. Bei der App Talk kann man mittels Canbus Bluetooth Adapter die Fahrzeugdaten auslesen und sich verschiedene Werte anzeigen lassen. Da Cyclane uns aber keinen passenden Adapter mitgeliefert hat, konnten wir die Funktion bei der App auf diesem Gerät nicht testen. Die beste App auf dem Gerät ist jedoch der Google Play Store. Dort könnt ihr viele weitere Apps wie Spotify, Google Play Music, YouTube, Netflix und vieles mehr runterladen und auf dem Gerät installieren. Das verbessert die User Experience um ein Vielfaches. Ein Beispiel: Wer etwas länger im Auto warten muss, kann über sein Smartphone einen Hotspot erzeugen und das Gerät per WLAN mit seinem Smartphone verbinden oder gleich einen eigenständigen 4G UMTS-Stick anbringen, um Serien, Filme oder YouTube-Videos zu schauen oder Musik über verschiedenste Anbieter zu streamen. Das Android-Betriebssystem macht die Head Unit also wirklich abwechslungsreich und bietet praktische Lösungen für viele Dinge. Aber die Tatsache, dass man ausgerechnet Android Auto nicht herunterladen kann, ist ein klarer Minuspunkt. Wer einmal Android Auto genutzt hat, möchte dies auch weiterhin tun. Warum Android Auto? Die Funktionalität und das User Interface von Android Auto sind so dermaßen reduziert und gut, dass es für viele für den Alltag im Auto reicht. Nicht so viel Schnickschnack. Alle Infos auf einen Blick und die wichtigsten Musikstreaming-Apps sind auch kompatibel. Das fällt aber bei unserem System komplett weg, es sei denn, man hat ein iPhone und holt sich für umgerechnet weitere 50 Euro einen weiteren Adapter, mit dem man wenigstens Apple CarPlay nutzen kann. Wirklich schade drum. In diesem Punkt gibt es nicht viel zu sagen, außer dass man nicht viel vom Infotainment-System erwarten darf. Der Sound ist nicht besser und auch nicht lauter als mit dem Original-Kassettendeck oder CD-Player-Radio vom BMW. Mit dem Equalizer kann man in den Tiefen, Mitten und Höhen noch ein paar Details mehr rausholen, aber Fakt ist, dass man einen vernünftigen Verstärker braucht, um ein gutes und etwas lauteres Klangerlebnis zu bekommen. Kommen wir abschließend zur Performance. Uns sind einige Dinge an dem System aufgefallen. Fangen wir mit der Systemstabilität an. Das Betriebssystem läuft die meiste Zeit stabil, jedoch ist mit dem flüssigen Multitasking Schluss, wenn man Apps wie zum Beispiel YouTube und Google Play Music gleichzeitig im Hintergrund laufen hat. In diesem Fall werden Eingaben verzögert verarbeitet und das Wechseln oder Schließen von Apps erfordert beim System eine Gedenksekunde. Eigentlich sollte man meinen, dass gerade Google-eigene Apps am flüssigsten laufen sollten auf diesem System, aber genau das ist eben nicht der Fall. Google Play Music läuft von allen Google-Apps am schnellsten. Google Maps, was sich jede andere Navigations-App vorziehe, läuft zwar stabil, aber braucht doch einiges länger, um eine Route zu berechnen, als ein 4 Jahre altes Smartphone. YouTube läuft ebenfalls stabil, jedoch wird hier die Touch-Eingabe etwas ungenau, wenn man schnellere Gesten macht. Den Google-Sprachassistenten kann man zwar mit einem Satz auf sich aufmerksam machen, aber auch das dauert etwas länger als gedacht und die Befehle werden zwar einigermaßen gut verstanden, doch die Verarbeitung dieser dauert auch hier, ja ihr ahnt es, etwas länger. Ein weiteres und alltägliches Szenario: Wenn man an der Tankstelle hält, um sein Fahrzeug zu tanken, zieht man bekanntlich meist seinen Schlüssel, sodass das Navi ausgeht. Wenn man dann wieder einsteigt und den Wagen samt der Head Unit startet, sind die Apps zwar alle wieder aktiv, aber manchmal kommt einfach kein Ton mehr über die Lautsprecher. Gerade bei Google Play Music muss man regelrecht ein Ritual durchführen, damit man wieder etwas hört. Man muss den Taskmanager aufrufen und alle Apps beenden. Dann muss man auf den Homescreen und dreimal hintereinander auf die Rakete drücken und warten, bis die Eingabe vom System quittiert wird. Wenn man nun Google Play Music oder andere Apps öffnet, funktioniert der Ton wieder ohne Probleme. Das muss kein Fehler von Cyclane sein, aber eine Google App, die nicht vernünftig auf einem Google System läuft, muss das sein? Das Koppeln der Funkverbindung ist dafür sehr, sehr gut. Alles in der Nähe wird sofort erkannt und auch beim Kopplungs- bzw. Verbindungsprozess gibt es keine Probleme. So wird in unserem Fall das Smartphone per Bluetooth und WLAN über Hotspot problemlos verbunden. Kommen wir zur Telefon-App. Diese ist übersichtlich gestaltet und funktioniert tadellos. Nur das integrierte Mikrofon sollte durch ein zweites bzw. externes ersetzt werden, damit die Person am anderen Ende der Leitung eine sehr gute Sprachqualität zu hören bekommt.
Kommen wir zurück zur Navigation, da dieser Punkt sehr wichtig ist. Google Maps ist sehr genau und unkompliziert. Nur die stetig benötigte Internetverbindung und die, wie zuvor erwähnt, etwas längeren Berechnungen der Routen könnten einigen Personen nicht gefallen. Jedoch kann man in diesem Fall auch die von Cycane vorinstallierte Navigations-App zurückgreifen. Diese läuft schneller und tut, was sie tun soll. Der Radioempfang ist hervorragend und auch der CD-DVD-Player funktionierte tadellos und leise. Das Display ist auch wie zuvor erwähnt hochauflösend und bietet gute Farben und Kontraste. Alles in allem hat man mit dem Cycane Infotainment-System viele Möglichkeiten. Auch die Ausstattung ist befriedigend. Nur das Design und in manchen Situationen die Performance sorgen bei uns für Ernüchterung. Versteht uns nicht falsch, das System ist vielen Systemen auf dem Markt überlegen, aber ebenso gibt es andere Systeme von anderen Herstellern, die genauso viel können und beim Thema Design und auch bei der Performance das Paket einfach abrunden. Das Gerät von Cycane ist keinesfalls schlecht, aber es gibt in vielen Dingen einfach noch vieles nachzuholen. Wer jetzt Interesse am Cycane E39 Infotainment System hat, kann gerne auf den Link in unserer Videobeschreibung klicken. Dort gelangt ihr sofort zur Webseite des Herstellers und könnt, sofern ihr wollt, das Gerät und das optionale Zubehör bestellen. So Freunde, das war's mit dem Video für heute. Wir bedanken uns fürs freundliche Zusehen und über euer Feedback in den Kommentaren. Unseren Kanal könnt ihr auch gerne kostenlos abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Falls ihr mehr Videos sehen wollt, klickt einfach auf die Infokarte oben rechts oder auf eines dieser beiden Bilder hier. Also Freunde, bis zum nächsten Mal, eure Bavmo Crew.